Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Bin ich ein hochprofessioneller YouTuber? Ja, bin ich. Ich erstelle bestimmt nicht gerade, während ich diese Audio aufnehme, das Hintergrundbild. Aber das ist nicht das Thema, sondern etwas verspätet. Ich hatte viel zu tun in letzter Zeit. Das 300-Abo-Special, sage ich mal. Auf jeden Fall will ich mich für 300 Abos bedanken. Es ging wirklich, seitdem wir die 100 erreicht haben, deutlich schneller. Wir gehen hier ziemlich ab. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir nächstes Jahr 2021 vom Tempo her vielleicht die 500. Was auf jeden Fall ein Ziel wäre und was auch richtig krass wäre. Natürlich ist dabei die Walross-Edition weiter mit das Wichtigste. Vielleicht beginnt in 2021 ja sogar die letzte Walross-Edition. Ich kann es noch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, ich werde jetzt kein großes 300-Abo-Special machen. Aber ich wollte einfach was Kleines machen. Genauer gesagt gibt es drei kleinere Dinge. Einerseits, was noch ein bisschen dauern kann, ich wollte eh schon ewig mal die offizielle, in Anführungszeichen auf Deutsch von mir, Pokémon Mystery Dungeon Super Mario Maker 2 Superwelt fertig bauen. Und das werde ich dann möglichst bald tun und euch in einem Video präsentieren. Die meisten Level sind fertig, genauer gesagt der Final-Dungeon aus jedem Pokémon Mystery Dungeon ist bereits fertig, habe ich alle hochgeladen an Mario Maker. Ihr kennt, glaube ich, die Hell... Ja doch, ich habe in einem Video schon mal Zeitturm und Tree of Life gezeigt, die anderen beiden nicht. Also, was außerdem noch kommt, ist, was gäbe es für ein tolleres 300-Abonnenten-Special als... Und jetzt hört zu... Das 200-Abonnenten-Special. Ja, ich verarsche euch nicht. Ich meine das ernst. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab den Verhängnisturm nicht vergessen. Ich schwör, wenn ich hier... komm, ich mach grad nebenbei mal einen Screenshot. Ich schick euch mal. Ich hab hier schon einige Dateien. Ich bin in meinem Playthrough schon ziemlich weit. Ich komme nur selten dazu aufzunehmen bei dem Zeug. Deswegen ist es noch nicht fertig. Aber glaubt mir, es kommt. Ihr bekommt noch den Verhängnisturm, auch wenn ich es als ganzes Video hochladen werde. Weil, wenn ich es auch noch schneiden soll, kann ich das auch gleich als 1000-Abo-Special nehmen. Ich habe noch nicht fertig gespielt. Ob ich schaffe, ist immer noch eine Frage. Das ist fucking intense, das Playthrough. Also empfehlen kann ich es euch schon. Und ja. Und dann noch als kleinen Bonus, als Dank dafür, dass die Walross-Edition wieder so viel geguckt wird, dass ihr sie so mögt. Auf Vorschlag auch von der wohl aktivsten Zuschauerin, zumindest auch mit den häufigsten Kommentaren, Jana Kaschner, wird es... Sogar wenn dieses Video kommt, morgen ausnahmsweise ein Double-Upload-Walross-Edition geben. Dafür leidet nichts anderes. Es kommen morgen zwei Folgen und danach wieder normal. Samstag eine, Mittwoch eine. Dafür fällt nichts weg. Ihr kriegt einfach ein Double-Upload. Ist doch eine schöne Sache, oder nicht? Ich habe zwar auf einen Kommentar da geantwortet, dass ich das vielleicht in den Ferien mal mache, aber ich hatte schon mit der Vorproduktion begonnen für die Ferien, weil ich da vermutlich eine Woche weg... Ich blende euch einen Screenshot ein, dann wisst ihr, warum ich so reagiert habe. Theoretisch... hatte ich gerade einen leichten Glitch bei dem Bildbearbeitungsprogramm. Nee, ich war eben schon in der Vorproduktion, hab deswegen jetzt eine Folge Walross-Edition mehr und hab mir dann gedacht, ist es nicht irgendwie sinnvoller, wenn ich jetzt schon zwei Folgen Walross-Edition hab?
wenn ich dann nicht einfach die nicht zwei in den Ferien hochlade, sondern zwei jetzt, wenn ich sie schon da hab. Ansonsten produziere ich die Walross-Edition immer, lad aber die von davor schon hoch und das ist auch für mich komisch. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass morgen, wenn ich's hinkrieg, kommt morgen Vormittag und morgen Abend eine Folge der Walross-Edition. Das war eigentlich alles, worüber ich reden wollte. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ihr unterstützt mich, falls ihr es noch nicht habt, hoffentlich auch auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Das Bild ist perfekt fertig. Ich bin ein Genie. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald und ciao.